Richie, willkommen zurück bei GC. Du hast eine lange Pause gehabt als Funktionär im Fußball. Wie fühlt es sich an, jetzt zurück zu sein? Merci. Ja, es fühlt sich super an. Ich freue mich sehr, wieder Teil von GC zu sein und ja, bin gespannt, was da alles auf mich zukommt. Du wirst bei GC ab sofort den Posten vom Leiter von Deco übernehmen. Erzähl uns, was sind deine Aufgaben in dieser Funktion? Ja, meine Aufgabe wird sich, meine Hauptaufgabe wird sein, dafür zu sorgen, dass GC ab der U15, wo es gegen, ja, wo es richtig Spitzenfußball geht, dass man dort eine Qualität anbringt, sodass eigentlich unsere Trainer dann dort auf einem höheren oder höheren, obwohl jetzt eigentlich schon sehr gut geschafft wird, aber vielleicht, dass man vielleicht noch mehr kann, das Niveau erhöhen, sodass ja, wir noch mehr gute Spieler schlussendlich können für die erste Mannschaft ausbilden. Du selber hast auch eine Nachwuchsstufe bei GC durchgemacht. Wie denkst du, wird das dir in deinem neuen Job helfen? Ja, das ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt gewesen. Es ist die schönste Zeit gewesen in meiner Karriere, obwohl ich eigentlich ja, ein paar Turniere und ein paar Meisterschaften gespielt habe und gewonnen habe. Aber es ist eigentlich der schönste Moment im Fußball, ist die Freude haben, das Ungezwungene, das ohne Druck zu spielen. Und ich finde, da kann man auch wirklich gut arbeiten. Und ja, man kennt es, es ist das goldene Lernalter. Man kann dort wirklich auch sehr mit halt Freude, mit spielerischen Elementen kann man sehr viel machen. Aber dass ich eigentlich das selber durchgemacht habe, da fühle ich mich eigentlich ein bisschen verbunden. Und ich sehe mich auch immer so ein bisschen in diesen Jungs gespiegelt. Und das ist natürlich super. Danke, Richie, und viel Erfolg. Merci.